Gefährliche Medikamente gegen Haarausfall, manchmal mit dramatischen Folgen. Die tatsächlich gefürchtetsten Nebenwirkungen sind eben Störung der Sexualfunktion des Mannes, die zum Teil auch gravierend sein können. Die Tricks der Schönheitsindustrie. Gute Produkte müssen also nicht unbedingt teuer sein. Ein Blick auf die Inhaltsstoffe verrät, ob eine Creme für uns geeignet ist. Doch gerade wir Männer haben oft noch ein ganz anderes Problem. Lieber mit Haare oder ohne? Ich schaue mir sie so an und dann denke ich mir, auch mit Haare wäre eigentlich gar nicht schlecht. Also ich glaube, ein paar mehr würden mir durchaus gefallen. Für mich erledigt das Thema. Ist ja nicht schlimm. Naja, man muss sich schon dran gewöhnen am Anfang. Es war ein Prozess. Mich hat es nicht gestört. Ich habe das Gefühl, dass die Umwelt, Freunde, Bekannte, Familie mehr gestört hat als mich selber. Wir machen ein kleines Experiment. Starten mit einem Fotoshooting. Dabei helfen uns die Laiendarsteller Tim Moritz und Sebastian. Beide haben volles Haar. Was, wenn das nicht mehr so wäre? Riskante Haarwuchsmittel. Was ist, wenn dann irgendwann mal die Haare vielleicht ausfallen? Ja, ich glaube, das würde mich schon ziemlich stören. Also deswegen, weil ich mir darüber auch nie Gedanken machen musste. Auch in meiner Familie hat keiner Haarausfall oder sowas gehabt. Deswegen habe ich es jetzt gegeben, jetzt genommen. Aber wenn das wirklich passieren sollte, würde es mich, glaube ich, schon stören. Tim Moritz. Ja. Kleines Gedankenspiel. Wie wäre das, wenn Sie eine Glatze hätten? Nicht so toll. Also mein Vater hat eine Glatze. Oh. Aber ich selber würde es nicht haben wollen. Das ist einfach klar für mich. Unser Kollege, Grafiker Robert Kien, verändert am Computer das Aussehen der beiden. Wie sähe Sebastian aus mit einer Glatze? Oh Gott. Wow. Was sagen Sie? Das sieht nicht nach mir aus, ehrlich gesagt. Okay, es ist echt strange. Warum gefallen Sie sich darauf nicht? Es fehlt einfach was. Schwierig zu sagen. Irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes nackt. Oh Mann. Was sagen Sie? Uff, es ist sehr ungewohnt. Wäre das schlimm? Hätte es mir schlimmer vorgestellt, glaube ich fast. Wir wollen wissen, was Menschen denken, die die beiden nicht kennen. Welche Version gefällt Ihnen am besten? Ohne Haare? Mit Halbglatze? Oder mit vollem Haar? Was wirkt attraktiver, mit oder ohne Haare? Das ist Geschmackssache, also meins wäre eher dieses hier. Warum? Weil ich volles Haar lieber mag. Er könnte es tragen, wenn er seine Frisur mal nicht mehr hat, könnte er das tragen, aber das nicht. Oben und unten, ja, würde ich sagen, ist in Ordnung, aber der in der Mitte geht gar nicht. Am bescheuersten, dann lieber keine wie so halbe. Wie wirkt das auf Sie? Was sind das für Typen ohne Haare? Vielleicht mutiger, manchmal auch offener, etwas gewagter, bisschen witziger vielleicht sehen sie auch aus. Also, als hätten sie ein bisschen mehr Humor. Gereift. Gereift? Ja, die stehen dann dazu. Mit langen Haaren auch? Ja, da kann man auch gereift sein. Dann steht er dazu. Ich denke, das drückt so ein bisschen Sicherheit aus. Er steht dazu, keine Haare mehr zu haben. Diesen Eindruck bestätigen auch Studien. Insbesondere Männer mit Halbglatzen wirken unattraktiv und älter als sie sind. Männer mit Vollglatze wirken vergleichsweise stark, selbstbewusst und durchaus auch attraktiv. Ich finde tatsächlich, dass sie mit Haaren jünger aussehen. Ich finde, es macht ein bisschen älter. Also zumindest bei den beiden. Dann lasse ich sie mir wieder wachsen. Tja, wenn das so einfach wäre. Immerhin gibt es Shampoos, die unseren Haarwuchs fördern sollen. Mit Koffein, also Koffein ist durchgängig, ja, beschleunigt das Haarwachstum. Ja, Koffein, ne, soll ja Koffein. Die Haarpracht fördern. Ich bezweifle das Ganze. Aber da steht ja sogar hier, bei erblich bedingtem Haarausfall soll das helfen. Mhm. Ja, steht ja viel drauf, ob das stimmt. Ich bezweifle es. Auf einer Verpackung finden wir den Hinweis, die Wirksamkeit sei in vitro nachgewiesen. Aber was heißt das eigentlich? Das fragen wir Dermatologin Dr. Julia Merker-Strömer.
In vitro bedeutet, dass man das im Laborversuch testet. Das heißt, man isoliert die Zellen, die Haarwurzelzellen und legt die über eine bestimmte Zeit in eine bestimmte Konzentration, in diesem Fall Koffeinlösung ein und guckt, was passiert mit den Zellen. Was bedeutet das dann für die Praxis? Ehrlich gesagt nicht so sehr viel, weil die Art der Anwendung einfach total anders ist. Also wir haben nur eine ganz kurze Einwirkzeit, vielleicht 120 Sekunden, wenn es hochkommt, und da ist nicht zu erwarten, dass da sehr viel in den Zellen passieren kann. Die Hersteller teilen uns mit, alle auf der Verpackung getroffenen Aussagen seien durch Studien belegt. Dr. Wolf, der Hersteller von Alpecin, verweist außerdem auf In-vivo-Studien, also am Menschen durchgeführt, die die Wirksamkeit bestätigten. Gibt es denn Medikamente, die tatsächlich helfen? Finasterid ist ein Wirkstoff, der eben tatsächlich in Studien zeigen konnte, dass der Haarverlust, des Haarausfalls gestoppt werden kann. Aber es ist ein Medikament, was wir oral zu uns nehmen. Es hat eine systemische Wirkung, das muss uns allen klar sein. Mit welchen Nebenwirkungen? Die tatsächlich gefürchteten Nebenwirkungen sind eben Störung der Sexualfunktion des Mannes, die zum Teil auch gravierend sein können, das muss man sagen. Es gibt Fälle, wo diese Funktionen irreversibel gestört sind, muss man auch sagen. Das heißt, dass nach Absetzen des Präparates da keine Erholung auftritt. Wir sind mit einem Mann verabredet, der anonym bleiben möchte. Als er vor 6 Jahren mit der Einnahme von Finasterid begann, ahnte er nichts von den möglichen schweren Folgen. Eigentlich kamen die ersten Nebenwirkungen sofort nach der ersten Pille. Das war ein leichtes Ziehen in den Hoden. Aber das verschwand dann wieder. Dann habe ich 2 Monate später eine Frau kennengelernt. Beim Sex habe ich keinen Orgasmus bekommen. Mir war nicht klar, dass ich da schon in der Situation war, wo man sagt, wenn du jetzt noch weitermachst, dann hast du für den Rest deines Lebens ein Problem. Wie ging es denn weiter mit den Nebenwirkungen? Der Hautarzt, der mir das verschrieben hatte, hat mich nicht ernst genommen. Ein Urologe hat mir dann gesagt, ich solle das Medikament absetzen. Das habe ich getan, aber es wurde nicht besser, sondern schlimmer. Zu den sexuellen Funktionsstörungen kamen heftige Schmerzen im Unterleib, die immer mehr ausstrahlten, quasi in meinen kompletten Körper. Und das Panikgefühl, das ich seit der Einnahme schon hatte, hat sich vertausendfacht zu einer schweren Depression. Es hätte nicht viel gefehlt und ich wäre von einer Brücke gesprungen. Ein Lifestyle-Medikament, das schwere Folgen haben kann. Diese werden inzwischen als Post-Finasterid-Syndrom zusammengefasst. Obwohl die Hersteller in Deutschland 2018 nachbessern mussten, stehen bis heute nicht alle der möglichen irreversiblen Nebenwirkungen auf dem Beipackzettel, von denen Betroffene berichten. Was wurde Ihnen denn gesagt, was Sie die nächsten Jahre noch erwartet? Mittlerweile bin ich mit anderen Betroffenen in Kontakt. Da gibt es welche, die das seit 20 Jahren haben. Und die einzige Veränderung, von der die berichten, ist, es wird schlimmer. Und es ist ja jetzt schon schlimm. Das mit den sexuellen Funktionsstörungen ist ein absolut sekundäres Problem. Primär ist, dass man ein permanentes Krankheitsgefühl hat. Dazu kommen massive Schlafstörungen und dass ich rund um die Uhr Schmerzen habe. Viele Betroffene haben sich zu einer Mustersammelklage zusammengeschlossen. Bezahlt wird das von einem Prozessfinanzierer aus Köln. Dort treffen wir den Juristen Stefan Benzalla. Das ist eine enorme emotionale Herausforderung. Man muss sich vorstellen, diese jungen Männer sind extrem geschädigt. Sie sind teilweise berufsunfähig, sie haben keine intakten Partnerschaften mehr. Und in dieser Situation alleine einen Prozess gegen einen großen Pharmakonzern zu führen, ist sicherlich eine enorm belastende Situation. Um welche Summen, ganz grob, geht es denn in diesem Fall bei Schmerzensgeld? Es gibt Geschädigte, die tatsächlich komplett berufsunfähig geworden sind und privat wie auch beruflich große Einschränkungen haben. Dort können die gesamten Beträge aus Schmerzensgeld und Schadensersatz deutlich sechsstellig werden. Und wie groß sind die Erfolgschancen in diesem Fall? Das ist insoweit nicht ganz so einfach zu quantifizieren, da wir hier ein Stück weit juristisches Neuland betreten. Aber wir finanzieren ausschließlich Fälle, an die wir glauben und wo wir überwiegende Erfolgsaussichten sehen. Wir bitten den Hersteller des Originalpräparates Propecia um eine Stellungnahme. Der Pharmakonzern MSD zweifelt die Existenz des Post-Finasterid-Syndroms an. Teilt uns außerdem mit,
Sowohl MSD als auch die Arzneimittelbehörden hätten nach Auswertung der gemeldeten Ereignisse das Nutzen-Risikoprofil von Propecia durchgehend als weiterhin positiv bewertet. Wie geht es Ihnen damit, wenn Sie wissen, dass das weiterhin verschrieben wird und ja, vielleicht noch viele, viele Menschen das gleiche Leid erfahren werden wie Sie? Damit geht es mir furchtbar. Und das ist für mich auch nicht nachvollziehbar. Zum einen, dass die Pharmaindustrie das tut, aber auch, dass offenkundig immer noch so viele Ärzte denken, dass es eine gute Entscheidung sei, bei einem jungen Mann, der vielleicht einen leichten Haarausfall hat, so etwas zu verschreiben. Der Wirkstoff müsste für alle Anwendungen verboten werden. 4 von 5 Männern sind im Laufe ihres Lebens von Haarausfall betroffen. Das ist ein normaler Prozess, keine Krankheit. Ob man das wirklich behandeln lassen will, sollte man sich bei diesen möglichen Nebenwirkungen ganz genau überlegen.